Sie haben es in der Hand, das Gesicht der Welt zu verändern, indem dass Sie sich als Konsument ein bisschen verändern. Stellt euch nur ganz schnell dar. Viel Zeit haben wir nicht mehr, ich höre jetzt noch gerade auf. Ich habe noch 3 Minuten für eine Frage dann. Aber stellt euch mal vor, die Hälfte der Menschen in der Schweiz würden jetzt auf Rohkost umstellen, auf vegane Rohkost. Das würde schlagartig das Bild unserer Wirtschaft verändern. Stellt euch mal vor, 1/3 der ganzen Welt würde es tun. Es gäbe einen Kollaps in der heutigen Wirtschaft und wir wären gezwungen, automatisch und sofort und gleich eine neue Wirtschaft. Weil, warum? Wir würden wieder Fairtrade machen und wir würden wieder anständig handeln. Und stellt euch mal vor, das geistige Potenzial, das da jetzt plötzlich frei würde. Und wir wären alle friedlich und nett miteinander. Das wäre die sativische Ernährung. Es gäbe noch viel zu sagen zu diesem Thema. Kommt doch wieder und gebt mir ein bisschen mehr Zeit, ich erzähle euch noch einen ganzen Haufen mehr. Meine Lieben, ich möchte damit beenden. Ich bedanke mich, dass ihr noch ausgeharrt habt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Und ich wünsche euch vor allem, dass ihr so getragen werdet vom Leben, wie ich das in den letzten 20 Jahren erfahren durfte. Ich wünsche euch wirklich Hoffnung, Mut, Zuversicht und geistige Klarheit. Ganz herzlichen Dank. Wir haben hier eine Frage, ja. Das ist nicht eine Frage, ein Zitat, das eigentlich in den Vortrag hineingehört hätte. Und zwar, was das klare Denken anbelangt. Rudolf Steiner hat einmal gesagt, wenn nur eine Handvoll von bestimmten Menschen sich richtig ernährt hätten, wäre der Zweite Weltkrieg nicht ausgebrochen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Hinweis. Danke, der Zweite Weltkrieg ist aber schon vorbei. Und wir gehen von heute aus. Ja, eben. Und wenn der Mensch noch Tier, noch die Nahrung, die ihr in euren Mund schiebt, das wissen wir auch schon seit 2000 Jahren. Wir brauchen keinen dritten und keinen vierten Mittel. Wir brauchen jetzt kein klares Denken. Denn Kriege haben keinen Sinn. Man sollte diskutieren. Denn nach dem Krieg muss man ohnehin mit der Diskussion reagieren. Aber irgendwie ist es relativ einfach. Ja. Danke vielmals. Ja, eine Frage. Hat es auch schon einer versucht und er wollte das auch und dann hat es nicht geklappt, weil es nicht getragen hat? Ja, natürlich haben viele Leute das versucht und viele Leute sind gescheitert daran. Und zwar ganz einfach, weil sie etwas zu einseitig gemacht haben oder vor allem, weil sie zum Teil eben dogmatisch in die Sache reingegangen sind. Weil, schauen Sie, wenn Sie die Ernährung umstellen, weil Sie der Krankheit ausweichen wollen, dann reicht das nicht. Wenn Sie aber den Benefit sehen Ihres Tuns, dann kommen Sie voran. Es braucht ein Wohlwollen dahinter und es braucht eine Absicht dahinter und es braucht vor allem das Wissen um einen Benefit. Und naja, viele Menschen haben gesagt, ja gut, also gut, Rohkost, dann esse ich Früchte, das schmeckt gut. Naja, wir hier in der Schweiz, in Europa, wissen also im Mittel- und Nordeuropa, wir sind nicht gesegnet von tollen Früchten. Zudem haben wir im Winter ein Klimaverhältnis, wo wir einen Wärmestoffwechsel brauchen, nicht einen kühlenden Stoffwechsel. Da müssen wir uns ein bisschen anders ernähren. Wenn ich jetzt darauf näher eingehen würde, ich habe die Zeit leider nicht mehr, aber wir haben das Wissen dafür, dass wir in diesen Wärmestoffwechsel hineinkommen. Also wir können es tun. Natürlich auch in dieser Ernährungsform müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Aber wir können es Ihnen auf dem Silbertablett präsentieren. Wir haben uns darüber schon die Gedanken gemacht und wir haben die Erfahrung dafür. Also am einfachsten ist, es ist müßig jetzt für mich über die Rohkost zu diskutieren. Sie müssten es sehen, Sie müssten es essen können. Und dann ist es klar, dann wird es schnell. Ja. Ostern ist der lebende Beweis, dass es eben auch ohne Fleisch geht. 20 Jahre hast du gesagt. Fleisch essen ist eine Stufe und dann eben vegetarisch oder sogar veganisch.
der nächsten Stufen. Hast du konkret Erfahrungen mit Leuten aus deinem Netzwerk, die noch einen Schritt weitergegangen sind, also Prana-Nahrung zum Beispiel? Ja gut, ich habe schon Leute gekannt, relativ wenig, oder ist das die das über längere Zeit empfangen haben. Ich habe zu wenig Erfahrung und ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt irgendetwas Konkretes sagen könnte. Ich weiß, dass es die gibt, das weiß ich. Ich weiß auch, dass wir da unseren Schutzpatron von der Schweiz, den Bruder Klaus, seine Gegner haben ja gesagt, dass das geht. Pater Pio hat das gemacht, Theresia von Konnersreuth hat das gemacht und es gibt noch einige andere, die das auch getan haben. Also möglich ist es schon. Nur, ich habe mich bis jetzt mit der thermisch unbehandelten Ernährung auseinandergesetzt, noch nicht mit dieser Ernährung. Wer weiß, was da alles kommt. Gell? Ja, die letzte Frage, bitteschön. Also, ich sehe das auch so. Also ich bin noch nicht so weit wie Sie. Ich bin zwar Vegetarier, aber ich bin noch weder Veganer noch Rohköstler. Aber vielleicht werde ich es auch noch. Durchaus, das ist, ich hoffe. Und jetzt will ich aber trotzdem etwas sagen. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass die Länder, die zurzeit in dieser Fleischindustrie, die wir momentan weltweit haben, in Abhängigkeit gehalten werden. Also ich sage jetzt mal ganz konkret, von der Ernährungssouveränität abgehalten werden, wieder diese Ernährungssouveränität zurückerlangen könnten, wenn die Menschen wieder mehr auf Pflanzennahrung umsteigen würden, weil auf derselben Fläche Boden, wo man Nahrungsmittel anbaut, in Form von Ackerbau, in Form von Obst oder in Form von Gemüse, könnte man mit dieser Fläche Boden viel mehr Leute ernähren, als wenn man auf derselben Fläche Boden Viehwirtschaft betreibt und dann das Fleisch verwertet und somit so viel Leute ernähren will. Ich habe da das Beispiel. Vielleicht können wir das zeigen. Würden wir zum Beispiel die Menschen mit veganer Rohkost ernähren, wären sie nicht noch viel gesünder. Wir könnten etwa 10 Milliarden Menschen ernähren auf diesem Planeten. Und zwar ohne Probleme und ohne dass einer Hunger hätte. Das wäre absolut möglich. Wenn ich gucke, was ich an Gemüse brauche, wenn ich koche, und was ich brauche, um einen Menschen zu ernähren, und was ich brauche, wenn ich das Gemüse rot zubereite, um einen Menschen zu ernähren, dann brauche ich 5-mal weniger Rohstoffe. Von gekocht zu roh. Ich spreche jetzt mal hier vegan. Also das ist natürlich ein gigantischer Sprung, meine Lieben. Und die alten Veden haben nicht nur einfach aus Spaß, die Brahmanen, die haben sativisch gegessen, sprich rohe pflanzliche Nahrung. Das waren diejenigen, die die höchste je dagewesene uns zugängliche Zivilisation hatten. Und die hatten Frieden. Nun, meine Lieben, wir sind am Ende der Zeit, nicht der Zeit natürlich meiner Seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt hier drin nicht auf einzelne Fragen eingehe, ich bin noch draußen, ich könnte mich da draußen noch erreichen, wenn Sie da spezifische Fragen dazu haben. Ich bin glücklich, dass Sie da gewesen sind. Ich bedanke mich bei euch für Ihr Ausharren. Ich fühle mich dadurch gebauchpinselt. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Angenehme Nachtruhe. Bye bye.